Mitte Dezember 2014 hat die steiermärkische Landesregierung die Ausschreibung der Gemeinderatswahlen festgelegt. Die steirische KPÖ geht mit 150 Kandidaten in 30 Gemeinden ins Rennen. 12 davon sind in Mürzzuschlag. Mein Kollege Roland Rentenberger war mit Kameramann Thomas Jambor bei der Kandidaten- und Programmpräsentation in Mürzzuschlag mit dabei. Vor kurzem hat die KPÖ Mürzzuschlag im Hotel Winkler im Rahmen einer Pressekonferenz ihre Kandidaten für die kommende Gemeinderatswahl vorgestellt. 2015 setzt man bei der KPÖ mit einer Quote von 50% auch vermehrt auf Frauenpower. Wir haben 12 Kandidatinnen, 6 Frauen, genau 50%. Wir haben 2010 nur 38% Frauen gehabt, also von 13 Kandidatinnen waren 8 Männer und 5 Frauen damals, also das ist uns einmal gelungen. Die 12 Kandidaten der KPÖ Mürzzuschlag bestehen dabei aus Menschen aus den verschiedensten Berufssparten sowie Altersgruppen. Wir haben einen Ex-Eisenbahner, der Pensionisten an der Spitze, das bin ich. Aber dann kommen mehrere Leute, die noch im besten Alter sind, also eine Verkäuferin, Handelsangestellte. Dann haben wir einen Maler und einen Anstreicher. Dann haben wir wieder eine Hausfrau und Mutter, ja, dann haben wir einen Eisenbahner, einen Zugführer, ja, dann haben wir wieder eine Pensionistin und so geht es weiter. Einen LKW-Fahrer gibt es dann auf der Liste. Ganz wichtig ist es der KPÖ, auch junge Menschen aktiv in die Politik einzubinden und das hat einen ganz besonderen Grund. Die Zeiten werden schlechter und die Leute, die es betreffen tut, die was unsere Zukunft eigentlich machen, sind junge Leute, 25, 30, 35-Jährige. Die werden in allen Fraktionen werden die gebeten, mitzusprechen. Also nur mitbestimmen dürfen sie nicht. Wo darf man mitbestimmen? Das ist in einer verantwortungsvollen Position. Und da muss ich mir den Mut zugestehen, zu sagen, da muss ich es in wählbarer Stelle auf einer Liste bringen, wenn ich es ehrlich meine. Eine dieser jungen Kandidatinnen ist die Handelsangestellte Sandra Kern aus Hönigsberg, die in der Liste an zweiter Stelle geführt wird. Sie hat sich für die Zukunft auch schon einiges vorgenommen. In Hönigsberg, meine Ziele sind erstens im Winter die Schneeräumung, dass das besser funktioniert, dass wir mehr Parkplätze haben. Deswegen, dass es ist so viel frei, dass wir da Parkplätze machen könnten, aber es passiert einfach nichts. Es stehen die Autos rum, aber die Schneefahrzeuge kommen einfach nicht durch. Und das ist mein Ziel, dass das im Winter besser klappt. Oder wie Zebrastreifen, wo die Kinder besser über die Straßen kommen, durch Zebrastreifen bei der Bushaltestelle. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo es eigentlich Kleinigkeiten für mich sind, aber irgendwie wird das nicht erfüllt. Die KPÖ tritt bei den kommenden Gemeinderatswahlen mit dem Slogan Helfen statt Reden an. Einer, der bereits geholfen wurde, ist die Hausfrau Karin Weichelbauer und sie kandidiert jetzt ihrerseits für die KPÖ Mürzzuschlag. Ich möchte das weitergeben, ich möchte das weitertragen und ich möchte das im Gemeinderat vertreten und deswegen auch in der KPÖ kandidieren. Ein wichtiger Punkt ist der KPÖ auch leistbares Wohnen und hier vor allem die Schaffung von Wohnraum für junge Familien. Wir fordern jetzt schon seit längerer Zeit, und das wird in Zukunft noch verstärkt gefordert werden, für junge Leute eine Starthilfe beim Wohnen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel Wohnungen, die mit hoher Kaution belegt sind, diese Kautionen auf längere Zeit aufzuteilen. Unterstützende Gelder für Leute, die sich hier mit Zuschlag ansiedeln wollen, um diese Kautionskosten zum Beispiel herunterzubringen. Die KPÖ steht dafür, Werte für die Allgemeinheit zu schaffen, statt, wie man betonte, Geld für Events auszugeben und so das öffentliche Eigentum zu verscherbeln. Mit den präsentierten Kandidaten ist die KPÖ Mürzzuschlag in besten Händen und man darf sich auf einen spannenden Wahlkampf am 22. März freuen.